Es ist die schwärzeste Stunde in der Geschichte der Schwebebahn. Am 12. April 1999 entgleist ein Zug und stürzt in die Wupper. 5 Menschen sterben, 47 werden verletzt. Auch Olaf Wenzel ist damals vor Ort. Er arbeitet für ein Bergungsunternehmen. Gemeinsam mit seinen Kollegen holt er die Bahn aus dem Wasser. Wir haben öfters mit Schwerverletzten und auch mit Toten zu tun gehabt in diesen Unfallsituationen. Da brüht man vielleicht ein bisschen mehr ab, aber Wuppertal war schockiert, ne? Und dementsprechend war die Stimmung bei allen. Ne? Denn zuvor gab es nur wenige, vergleichsweise harmlose Unfälle. Bei einer Werbeveranstaltung im Jahr 1950 stürzt ein Zirkuselefant aus der Bahn in die Wupper. Das Blitzlichtgewitter hat ihn erschreckt. Dick Heuter Tuffy kommt mit einer Schramme davon. 1997 gibt es zwar 14 Verletzte bei einem Auffahrunfall, aber keine Toten. Auch deshalb gilt die Schwebebahn bis zum Unglück als sicherstes Verkehrsmittel der Welt. Kein Wunder, dass nicht nur der diensthabende Polizist den Notruf erst für einen Scherz hält. Halle war was eigentlich Unfassbares passiert, was man sich vorher nicht vorstellen konnte. Und ich glaube, so war das Ganze so ein bisschen im Schock. Der Grund für die Tragödie? Menschliches Versagen. Bauarbeiter hatten eine Metallkralle vergessen. Der erste Zug des Tages knallte gegen sie und entgleiste. Später müssen sich 8 Männer vor Gericht verantworten. Sie werden zu Geld- und Bewährungsstrafen verurteilt. Ins Gefängnis kommt niemand, obwohl 5 Menschen ihr Leben verlieren. Für sie gibt es zum 10. Jahrestag noch einen Gedenkgottesdienst. Heute nicht. Die Wuppertaler Stadtwerke, kurz WSW, wollen bei den Angehörigen keine alten Wunden aufreißen. Vergessen sei das Geschehene aber nicht. Also für mich ist nochmal wichtig, einmal zu sagen, dass dieses Unglück, dass es unsere Arbeit nach wie vor prägt, dass für uns ganz klar ist und noch mehr klar ist, dass die Sicherheit unserer Fahrgäste unser höchstes Gut ist und dass wir alles dafür tun, um zu verhindern, dass es so ein Ereignis nochmal geben wird. So gibt es nach Bauarbeiten nun Probefahrten. Trotzdem, es folgt noch eine ganze Reihe von Pannen. Darunter nicht nur Probleme mit neuen Rädern, sondern auch mit herabstürzenden Stromschienen. Inzwischen hat sich der Betrieb aber normalisiert. 25 Jahre nach dem großen Unglück.